Jubel bei den Fans der Nationalmannschaft aus Sambia. Mit 3:2 haben die Spielerinnen die Frauen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geschlagen, am Freitag in Fürth. In dem Freundschaftsspiel konnte die sambische Mannschaft triumphieren. Als nächstes steht die WM in Australien und Neuseeland an. Die Fans der deutschen Nationalmannschaft zeigten sich optimistisch. Ich glaube, die Mannschaft ist auf jeden Fall top drauf und ich glaube, es geht einiges. Ich glaube, man kann an den Erfolg von der EM anknüpfen. Klar, wird schwer. WM ist natürlich immer auch ein Pfund, aber ich glaube, man kann um den Titel mitspielen. Also ich hoffe natürlich auf den Titel. Ich glaube, auf den Titel hofft jeder deutsche Fan. Und nach der EM letztes Jahr finde ich das auch gar nicht so unrealistisch. Ja, ich freue mich in erster Linie darauf, ganz viele Länderspiele sehen zu können. Dass es jetzt auch tatsächlich übertragen wird, hat mich natürlich sehr gefreut. Die Begegnung mit Sambia galt als wichtige Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Was sagt die Bundestrainerin zum Spiel vom Freitag und wie blickt sie auf die WM? In der Summe zu viele Fehler, in der Summe ein durchwachsenes Jahr. Daraus gilt es jetzt, uns mit auseinanderzusetzen. Wir müssen noch konsequenter einfach wirklich aus unseren Fehlern lernen. Und man muss auch wieder diese Mentalität, diese Körperlichkeit, gerade auch im Defensivverhalten, also das, was uns ja gerade dann auch bei der EM wirklich ausgezeichnet hat, das müssen wir reinkriegen. Das wird auch nochmal jetzt ein Trainingsschwerpunkt sein, wo wir einfach dort ja ganz, ganz konsequent und klar handeln müssen und nicht nur immer die spielerische Lösung dort auch finden können. Und das sind Learnings. Zweimal haben die deutschen Fußballfrauen die Weltmeisterschaft bereits gewonnen. In den Jahren 2003 und 2007. Das erste Spiel der diesjährigen WM werden sie am 24. Juli gegen Marokko bestreiten.